Kleiner Trotto, lustig, frech und froh. Kleiner Trotto, kleiner Trotto, lustig, frech und froh. Eselchen, du entdeckst deine Welt, tu, was dir gefällt. Trotro ist ganz lieb. Mama! Mama, kann ich dir bitte beim Heckeschneiden helfen? Aber die große Schere ist gefährlich für meinen Kleinen. Wie kann ich dir denn dann helfen? Du kannst mir schnell meinen Korb holen, damit ich die Zweige einsammeln kann. Schon unterwegs. Ich helfe wirklich sehr gern. Hier, Mama. Ich habe dir auch gleich deinen Sonnenhut mitgebracht. Du bist aber lieb, mein Trotro. Danke, du hast mir sehr geholfen. La, 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 la. Ich bin ein ganz lieber Trotro und ich helfe meiner Mutti ja so gern. Arme kleine Schnecke, hast ja so einen weiten Weg zum Salat. Ich helfe ihr. Bitte, du bist schon da. Ich bin ein lieber Trotro. Ich habe der kleinen Schnecke geholfen. Wem könnte ich denn noch helfen? Oh! Ich glaube, die kleine Blume braucht mich. Ich bin so lieb, dass ich sogar Blumen helfe, weil ich sie gieße. Danke für das schöne Blütenblatt, kleine Blume. Nana, soll ich dich anschubsen? Ja, gern. Danke, Trotro. Ich schaukle ganz hoch. Juhu! Au ja! Danke, Trotro. Dankeschön. Liebsein lohnt sich. Man kriegt ein Küsschen. Oh? Oh, der Ball steckt fest. Kein Problem, da hast du deinen Ball, Lilly. Dankeschön. Bitte, Trotro, das hier ist für dich. Yum, yum, lecker. Schokolade schmeckt so gut. Wenn man anderen hilft, haben alle was davon. Ich werde immer ein lieber Trotro sein. Trotro macht Komplimente. Was kann ich nur machen, damit Nana mich lieb hat? Ah! Mama! 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 Ah. Mama, was kann ich nur machen, damit Nana mich lieb hat? Naja, du könntest ihr ein Kompliment machen. Was ist denn das, ein Kompliment? Ein Kompliment ist, wenn du sehr freundlich zu jemandem bist und ihm etwas Nettes sagst. Danke, Mama! Aber bevor ich zu Nana gehe, muss ich erst einmal üben, Komplimente zu machen. Du bist wirklich der allerbeste Teddy auf der Welt. Komplimente machen ist ja einfach. Hübscher Ball, du bist aber schön rund. Ich kann gut Komplimente machen. Jetzt kann ich Nana suchen. Guten Tag, lieber Herr Apfelbaum. Sie sind aber schon groß und grün. Oh. Vielen herzlichen Dank für den schönen roten Apfel, Herr Apfelbaum. Yum, yum, yum. Schmeckt sehr gut. Dankeschön. Mm.
Und Sie, liebe gnädige Frau Schaukel, schaukeln sich super gut. Oh, da ist der Nana, toll! Oh, ich traue mich nicht. Ich muss gleich noch mal ein bisschen üben. Kleines, hübsches Blümchen, deine Blüten sind wunderschön. So, das reicht. Jetzt bin ich soweit, Nana ein Kompliment zu machen. Hallo, also, Trotto. Nana, du bist lustig. Du siehst ja aus wie ein reifes Radieschen. Hat Nana mir ein Kompliment gemacht? Ein Radieschen ist doch was Nettes. Nana hat mir ein Kompliment gemacht. Nana hat mich gern. Trotros Geschenk für Nana. Brumm, brumm. Trotro, hier ist ein Brief für dich. Ein Brief? Für mich? Klasse, ein Brief für mich. Wo ist er? Wo ist der Brief für mich? Da, auf dem Tisch, mein Trotro. Der ist ja groß. Oh, so eine schöne Karte. Schnell, Papa, was steht da drin? Trotro, du bist eingeladen, mit uns meinen Geburtstag zu feiern. Deine Nana. Oh ja, das ist ja wunderbar, Trotro. Das ist eine Einladung von Nana. Toll, Mama, Nana hat mich zu ihrem Geburtstag eingeladen. Ja, das habe ich gehört, mein Kleiner. Schnell, ich brauche ein Geschenk. In der Kiste finde ich sicher ein schönes Geschenk. Das Auto? Nein. Ein Tuschkasten? Nein. Ein Eimerchen? Nein. Ah, das! Auch nicht. Ah, das ist gut. Mein altes, schönes Kuschel-Kuscheltuch. Guck mal, Mama, ich habe mein Geburtstagsgeschenk für Nana gefunden. Trotro, du schenkst dir doch kein altes Kuscheltuch. Warum denn nicht? Es ist schön warm und kuschelig. Ja, mein Kleiner, aber Nana hat bestimmt ein eigenes Kuscheltuch. Warum bist du so traurig, mein Kleiner? Mama will nicht, dass ich Nana mein Kuscheltuch schenke. Da hat sie vielleicht nicht ganz unrecht. Weißt du, Trotro, die meisten Mädchen haben Blumen sehr gern. Du kannst dir doch eine hübsche Kette aus Blumen machen. Ah. Ich zeig dir, wie das geht. So, pass mal auf. Du pflückst viele Gänseblümchen mit einem schönen, langen Stiel. Danke, Trotro. Und nun knoten wir sie immer an ihren Stielen zusammen. So kriegen wir eine schöne, lange Kette. Na, bist du soweit? Kann ich so gehen, Mama? Oh, du siehst hervorragend aus, Trotro. Hier, das ist mein Geschenk für Nana. Danke, Mama. Ah, da ist Trotro. Hier, herzlichen Glückwunsch, Nana. Oh, danke. Und das hier habe ich für dich gemacht. Oh, ist das süß. Ich liebe Gänseblümchen. Ich freue mich sehr über dein Geschenk. Danke, Trotro. Komm, gehen wir spielen. Lilly ist auch schon da. Sie hat mir ein Küsschen gegeben. Na komm. Trotro und der Blumenstrauß. Papa kommt vom Markt nach Hause. Hallo, Papa. Hallo, Trotro. Ich trag den Korb. Aber nein, Trotro. Der Korb ist doch viel zu schwer für dich. Allerdings, ich glaube, du kannst das hier tragen. Ein Lutscher. Danke, Papa. Keine Süßigkeiten vor dem Mittagessen. Hier, der ist für dich. Oh, vielen Dank. Und wie die riechen. Das ist aber lieb von dir. Oh, Mama freut sich ganz doll. Ich habe eine Idee. Wenn ich Nana einen Blumenstrauß schenke, freut sie sich bestimmt genauso darüber wie Mama. So, also ich muss unbedingt ein paar hübsche Blumen für Nana finden. Da
ist ja eine. Kleine Blume, du bist die erste für meinen schönen Strauß. Und du riechst so gut. Ja, ein schöner Klatschmond für meinen Strauß. Oh, so ein schönes Blatt. Komm her, du musst auch in meinen Strauß. Ach, Lilly hat ihre Schippe vergessen. Die ist auch hübsch, die tue ich auch in meinen Strauß. Ah. Was könnte ich denn noch in den Blumenstrauß für Nana reintun? Das! Passt gut, die kleine Bürste. Der Staubwedel. Ich weiß genau, was mein Blumenstrauß noch viel, viel hübscher machen wird. Tut mir leid, Teddy, aber das wird ein Geschenk für Nana. Siehst du, der schönste Blumenstrauß der Welt. Oh, ich muss ihn zusammenbinden. Mal sehen, was ich im Schrank finde. Nein, der Schal ist zu dick. Nein, das auch nicht. Nein. Nein. Ach hier, die Farbe ist schön. Fertig. Nana wird sich vielleicht freuen. Hallo Nana. Hallo Trotro. Was versteckst du denn da hinter deinem Rücken? Hier, Nana, der ist für dich. Für mich? So ein wunderschöner Blumenstrauß? Ich werde ihn mein Leben lang behalten. Danke, Toto. Willst du den tollen Lutscher da auch dein Leben lang behalten? Toto baut ein Haus. Heute mache ich mich besonders schön, weil Nana gleich zum Spielen zu mir kommt. Toto? Ah. Nana ist jetzt da. Hallo, Nana. Hallo, Toto. La 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 la. Willst du mein Spielzeug sehen? La la la. Hier, sieh mal, meine Trompete. Und das hier, das ist mein Ball. Und das hier ist meine Tigermaske. Ich mag viel lieber mein eigenes Spielzeug. Und hopp. Ich baue ein super-duper Schloss. Das wird Nana sicher gefallen. Soll ich dir ein tolles Schloss bauen, Nana? Ja, wenn du magst. Wir spielen, dass das unser Schloss ist, ja? Dein Schloss ist ja zusammengekracht. Jetzt muss ich nur noch ein Dach drauf machen. Güte, du bist aber ungeschickt. Ich gehe. Na, wenn's so ist, dann baue ich eben ein Häuschen für mich ganz allein. Ich habe meinen Rucksack vergessen. Wo bist du, Trotro? Was für ein hübsches kleines Haus. Gefällt es dir? Ja, sehr. Darf ich reinkommen? Wenn du möchtest. Willkommen in unserem Häuschen. Da hast du uns ein schönes Haus gebaut, Trotro. Trotro und der Schneemann.
Toll, es schneit. Jetzt kann ich endlich einen Schneemann bauen. Das geht ganz einfach. Und los. Rolle, rolle, kleine Kugel. Und jetzt ist die Kugel groß genug für den Bauch. Und für seinen Kopf? Na, ganz einfach. Da rolle ich eben noch eine Kugel. Und schon ist mein Schneemann fertig. Oh, du brauchst ja auch noch Augen. Bitte schön, mein Herr. Schon geschehen. Nun fehlt dir noch ein Mund. Die Nase nicht vergessen. Da hast du eine große Nase, damit du besser atmen kannst. Jetzt bist du ein richtiger, fertiger Schneemann. Brr, ist mir kalt. Meine Hände sind eisig. Ich gehe jetzt lieber rein. Oh, aber du Armer musst ja auch frieren. Oh, bist du aber schwer. Da fällt mir was ein. Ich kann dich gleich holen. Also hier drin frierst du nicht, garantiere ich dir. Sag mal, was ist denn das für eine Pfütze? Hä? Oh, er zerfließt. Trotro, dein Schneemann fängt an zu schmelzen. Warum hast du ihn nur reingebracht? Hier drin ist es zu warm für ihn. Aber er hat gefroren, Papa. Ich wollte ihn aufwärmen. Trotro, wenn du deinen Schneemann behalten willst, dann musst du ihn im Freien lassen. So, bitte. Und gleich kommt eine tolle Überraschung. Hier, zieh dich an, sonst erkältest du dich. Gute Nacht, mein lieber Schneemann. Ich träume von dir die ganze Nacht. Trotro wäscht Teddy. Oh! Der arme Teddy. Ich hab alles verschüttet. Oh, Teddy. Du musst dich ganz dringend waschen. Wir beide müssen uns waschen, mein Guter. Ich zuerst. Und schon bin ich damit fertig. So ist es viel besser. Und jetzt bist du dran, Teddy. So, bitte. Auch schon fertig. Oh, der Kakao ist nicht abgegangen. Trotro? Was machst du da? Mama, sieh mal. Teddy hat sein Frühstückskakao umgeworfen. Nein, wirklich? Dein Teddy ist ja vielleicht ungeschickt. Er ist ganz, ganz schmutzig. Wir müssen ihn waschen. Ich stecke ihn gleich in die Waschmaschine. Trotro, der gute Teddy ist wieder sauber. Teddy! Du bist ja noch ganz nass. Ich trockne dich ab. Er ist noch nicht trocken. Ja.
Siehst du, Teddy? Die Sonne scheint. Da wird dir schön warm. Und du trocknest ganz schnell. Halt durch, Teddy. Gleich bist du trocken. Du riechst aber gut, Teddy. Du riechst schön sauber. Nach Sonne und nach Wind. Trotro erntet Gemüse. Hier, Trotro, du gehst jetzt rüber in den Garten und holst uns Gemüse. Oh ja, das mache ich gerne. Du holst uns für die Suppe eine Kartoffel, zwei Stangen Lauch und drei Mohrrüben. Kannst du dir das merken? Ja. Eins, zwei, drei, ich gehe in den Garten. Vier, fünf, sechs, Gemüse hole ich. Sieben, acht, neun, mit meinem neuen Korb. Guten Tag, liebes Gemüse. Ich sollte Mama was für die Suppe holen. Da sind ja die Mohrrüben. Ah, die sitzen ja fest. Ah, warum willst du denn nicht rauskommen, kleine Mohrrübe? Wie schaffst du das nur so orange zu sein, obwohl du unter der Erde wächst? Nummer eins. Die zwei. Die drei. Na los, noch ein paar. Das macht solchen Spaß. Lauchstangen sind lustig. Die haben so einen komischen weißen Bart unten dran. Die Wurzeln sehen ja aus wie der Bart vom Weihnachtsmann. Na, wart ihr auch alle schön brav, liebe Kinderchen? Ich ziehe noch zwei Lauchstangen raus. Dann habe ich die Haare vom Weihnachtsmann. Kartoffeln ausgraben ist immer sehr spannend. Na, du bist ja eine kleine. Vielleicht finde ich da drüben eine große. Ah. Na, du kleiner Vielfrasch, schmeckt dir der Kopfsalat aus meinem Garten? Das war's. Ich habe alles gesammelt, was Mama für die Suppe braucht. Yum, yum, so eine schöne rot-gelbe Birne. Du bist für Trotro. Hm. Hier, Mama. Aber Trotro, das ist ja mehr Gemüse, als ich für die Suppe brauche. Ja, ich weiß, aber so kannst du mehr Suppe kochen. Ich esse sehr gern Suppe. Trotro rettet einen Vogel. Da kommt Super Trotro und schießt einen Pass. Ja, und schon wieder ist der tolle Trotro am Ball. Klasse! Bravo, Trotro! Und jetzt kommt ein Tor! Oh? Hä? Das ist ja ein Vogelbaby. Du bist ja süß. Wo sind denn deine Eltern? Du kannst nicht allein bleiben, du bist noch zu klein. Du kannst ja noch nicht mal fliegen. Aber hab keine Angst, ich pass auf dich auf, Vögelchen. Als erstes baue ich dir ein kleines Bett. Warte hier. Gefällt es dir nicht? Oder hast du vielleicht Durst? Nein, das war's auch nicht. Jetzt weiß ich, du hast Hunger.
mal, ein Eis ist noch da. Das wird dir sicher gut schmecken. Erdbeereis mag ich am allerliebsten. Hier, der Rest ist für dich. Du magst kein Eis? Ich guck mal, was ich noch finde. Vielleicht möchtest du lieber Käse. Du bist ganz schön schwierig. Aber ich hol dir noch etwas anderes. Tja, also wenn dir das hier jetzt auch nicht schmeckt, dann fällt mir nichts mehr ein. Was ist denn hier los? Wo kommt denn das Vögelchen her? Weißt du, es ist ganz allein und verlassen unterm Apfelbaum. Da habe ich es mit nach Hause genommen. Aber Trotro, das Vögelchen braucht seine Eltern. Sie suchen ihm sicher nur etwas zu essen. Was können wir denn da machen, Mama? Na, wir setzen ihn wieder in sein Nest. Mm. Guck mal, Mama, da oben ist das Nest. Siehst du, seine Eltern sind nicht da. Setz den kleinen Vogel in sein Nest, Trotro. Dann sehen wir, was passiert. Na, was hab ich gesagt? Da kommen ja seine Eltern. Oh, ich glaube, er frisst gern Regenwürmer. Na, siehst du, Trotro, seine Eltern wissen genau, was er braucht. Sie haben ihn nicht verlassen. Weißt du, Mama, ich freue mich, dass der kleine Vogel seine Eltern wieder hat. Trotros Geschenk für Nana. Brumm, brumm. Trotro, hier ist ein Brief für dich. Ein Brief? Für mich? Klasse, ein Brief für mich. Wo ist er? Wo ist der Brief für mich? Da, auf dem Tisch, mein Trotro. Der ist ja groß. Oh, so eine schöne Karte. Schnell, Papa, was steht da drin? Trotro, du bist eingeladen, mit uns meinen Geburtstag zu feiern. Deine Nana. Oh ja, das ja. Das ist ja wunderbar, juhu. Trotro. Das ist eine Einladung von Nana. Toll, Mama. Nana hat mich zu ihrem Geburtstag eingeladen. Ja, das habe ich gehört, mein Kleiner. Schnell, ich brauche ein Geschenk. In der Kiste finde ich sicher ein schönes Geschenk. Das Auto? Nein. Ein Tuschkasten? Nein. Ein Eimerchen? Nein. Ah, das! Auch nicht. Das ist gut. Mein altes, schönes Kuschel-Kuscheltuch. Guck mal, Mama, ich habe mein Geburtstagsgeschenk für Nana gefunden. Trotro, du schenkst dir doch kein altes Kuscheltuch. Warum denn nicht? Es ist schön warm und kuschelig. Ja, mein Kleiner, aber Nana hat bestimmt ein eigenes Kuscheltuch. Warum bist du so traurig, mein Kleiner? Mama will nicht, dass ich Nana mein Kuscheltuch schenke. Da hat sie vielleicht nicht ganz unrecht. Weißt du, Trotro, die meisten Mädchen haben Blumen sehr gern. Du kannst dir doch eine hübsche Kette aus Blumen machen. Ah. Ich zeig dir, wie das geht. So, pass mal auf. Du pflückst viele Gänseblümchen mit einem schönen, langen Stiel. Danke, Trotro. Und nun knoten wir sie immer an ihren Stielen zusammen. So kriegen wir eine schöne, lange Kette. Na, bist du soweit? Kann ich so gehen, Mama? Oh, du siehst hervorragend aus, Trotro. Hier, das ist mein Geschenk für Nana. Danke, Mama. Ah, da ist Trotro. Hier, herzlichen Glückwunsch, Nana. Oh, danke. Und das hier habe ich für dich gemacht. Oh, ist das süß. Ich liebe Gänseblümchen. Ich freue mich sehr über dein Geschenk. Danke, Trotro. Oh. Komm, gehen wir spielen. Lilly ist auch schon da. Sie hat mir ein Küsschen gegeben. Na komm.